Guten Morgen, es ist Samstag, das heißt, heute wird wieder richtig gut Internet gesuchtet. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass wir irgendwo Strom herbekommen, weil wir sind nicht auf dem Platz und ja, der Philipp, der geht jetzt erstmal zur Feier des Tages baden. Mit der geilen Brille. Da treibst schon mit, Alter. Boah, ist voll kalt. Das hier wie zu Hause. Das ist so ein Hund, keine Ahnung, wo der herkommt. Der gehört wahrscheinlich irgendwelchen Locals. Aber der kommt halt immer und steht parat, wenn es irgendwas zu essen gibt. Oder wenn wir eben in dem Bach waren. Da war er am Start und ist dann ein bisschen da mitgeschwommen. So richtig cool, der Hund. Wir haben ihn jetzt einfach mal, weil es sie ist, auf Bertha getauft. Und wie ihr seht, typisch Wochenende, Samstag, Sonntag. Das Internet läuft. Ich lade gerade wieder die ganzen YouTube-Videos aus dem einen Kanal runter und werde die dann gleich auch wieder auf den anderen Kanal hochladen. Und Annika ist fleißig am Blog am Arbeiten. Ja, so wird der restliche Tag dann auch aussehen. Alex, Philipp und David sind nach Keynes gefahren, gucken sich ein bisschen die Stadt an. David hat auch noch eine Matratze gekauft, eine gebrauchte, weil seine Freundin in ein paar Tagen kommt und dann will er sich die irgendwie hinten ins Auto reinlegen, weil die Freundin ein bisschen Rückenprobleme hat. Die hat keinen Bock auf Luftmatratze, hat er sich halt eine gebrauchte, fette Matratze geholt. Meinte, wäre auch alles ausgemessen, aber das Auto ist so klein, ich habe keine Ahnung, wie der das da reinkriegen will. Das ist Davids Auto und angeblich soll von hinten, wenn du die Sitze nach vorne machst, bis dahin genau diese Matratze mit 2 Metern reinpassen, aber ich bin mal gespannt, ob das nachher passt, wenn die wieder kommen. Und das war ein Zuckerrohrernter. So sehen die aus. Damit wird das Zuckerrohr hier geerntet. Tja, das war's schon wieder mit dem heutigen Video. Wir haben den ganzen Tag im Internet gesuchtet, gerade noch ein bisschen Feuer gemacht. Die Jungs backen sich da noch ein bisschen Kartoffeln drin. Ich hoffe, du hattest Spaß beim Zusehen. Kannst ja mal ein Däumchen da lassen, auch wenn heute nicht wirklich so viel passiert ist. Würde mich trotzdem freuen und morgen gibt's dann das nächste Video. Bis dann. Ciao.